Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Wordly Galaxy Resurrection. So, also. Die Singularity ist gerade am Arbeiten, das habe ich wieder gefixt. Ich habe mir jetzt etwas überlegt. Ich habe jetzt so ein paar Nether Stars. Was können wir mit den Nether Stars machen? Wir könnten so ein paar, da wir so ein paar verfügen, über so ein paar verfügen. Da hole ich jetzt mal so ein paar Diamonds raus. Wo sind sie? Na? Oh, ich glaube, ich muss dem Server dann noch ein bisschen mehr RAM zuweisen. Ich glaube, 4 GB sind da doch noch nicht genug. Machen wir einfach mal so. Diamond Lattice. Und jetzt Diamant. Wo sind Wie heißen sie? Also die Crystal Matrix. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Crystal Matrix Ingots. The first seal. Wer nicht weiß, was es ist, create your first Crystal Matrix Ingot. Ja. Schauen wir uns mal die Achievements an, von welchem Mod das ist. Das ist irgendwie was ganz weit hinten. Hier. Avaricia! Es geht in den Mod rein. Wir fangen jetzt heute an und craften den Dire Crafting Table. Dafür brauchen wir Holz, eine Menge Holz. Ich will hoffen, dass das jetzt reicht. So sollte das eigentlich schon passen. Wir brauchen einen Double Compressed Crafting Table. Sehr schön. Und nein, für alle, die es jetzt interessiert, wenn man das hier rechts gemacht hat, das ist noch ein stinknormaler Crafting Table. So, aber wenn wir jetzt mal hier die Crystal Matrix Ingots rumlegen, haben wir den Dire Crafting Table. Hello everyone! Den klatschen wir jetzt mal hier rein. Und wie man schon sieht, das ist ein dicker Crafting Table. Da kann man überall was reinlegen. Was wird hier gemacht? Hier kommt die richtige Late Game Scheiße rein. Also hier Neutronenkollektoren. Ist schon ein dickes Ding. Oh, Infinity Ingots. Darauf habe ich schon eine Nachricht abgesehen. Aber dafür brauchen wir auch Neutronium Ingots. Wie bekommen wir die? Werden aus Neutronium Nuggets gemacht? Und die aus Pile of Neutronen, so, aber was? Hä? Ganz einfach gesagt, wir machen heute noch einmal ganz schnell einen Crystal Matrix Ingot. Die würde ich gerne über EMC noch einspeisen. Weil wir brauchen für einen Neutron Collector war das, genau. Da brauchen wir Redstone-Blöcke. Kein Thema, machen wir einmal voll. Den können wir einmal hier hinsetzen. So. Hoppala. Neutronen-Kollektor. Da brauchen wir 2, 3, 6, 9, 12. Brauchen wir 20 Redstone-Blöcke. Machen wir das einmal. So. Wir brauchen 2, 4, 6, 8, 10 Block of Quartz. Machen wir auch mal. 5, 6. Wuppala. Da geht der Nether-Quartz aus. Wo haben wir das? Haben wir die Schmiere rein? Na, da. Die muss ich auch nochmal alle per Storage Bus anschließen. Sieben, acht, neun, zehn. So. Und wir brauchen noch Iron Blocks. Machen wir mal so ein Stack. So, das erste war es ja schon. Okay, das war einmal hier. Dann vier so.
Dementsprechend dann auch hier, hier. So war das auch ungefähr, oder? Jawohl. So und so. Dann hier, hier, hier und hier ein Kreis. Das kann dann schon wieder weg. Und ich glaube, hier von waren das 6, oder? Ah, doch, 2. So, zack, ans. Und irgendwas habe ich falsch. Na? 1, 2, 3, 4. 2, 4, 6. Oh. Ein neuer Tonkollektor. Now we play the rating game. Den können wir jetzt, soweit ich das verstanden habe, einfach hier aufstellen. Und der arbeitet. Gut, schauen wir mal zu, wie lange das jetzt dauert. Dauert ein bisschen, ne? Ja, da können wir jetzt auch vergessen. Weil, so wie ich das im Kopf habe, produziert der nur alle 6 Minuten ein Pile auf Neutronium. Kann man die Neutronium... Haben die einen MC-Wert? Nö. Was ist denn das nächste hier laut? End the episode? What? Take it easy. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Neutron... Wuppala. Neutronium-Ingot und dann geht's in die Singularities. Ja, das dauert jetzt wirklich etwas. So, was kann man hier währenddessen machen? Ah ja, wir könnten jetzt mal mit Botania anfangen. Da brauchen wir eine Apothecary. Wie fange ich jetzt mit Botania an, weil wir jetzt eh warten müssen. Halt, 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 halt. Bevor ich jetzt hier weitermache, ich bin ja blöd. Ist die Singularity fertig? Noch nicht ganz. Ja gut, dann machen wir jetzt nochmal so einen kleinen Einstieg. In... Ja gut, das war jetzt ein bisschen viel. Bitte sag mir Champetel hier. Oh Gott, Mist. Ja, machen wir jetzt einen kleinen Einstieg in Botania. Weil jetzt werden wir langsam echt das Wartespiel spielen. Hier unten habe ich doch alles fast alles abgerissen. Na komm. Ihr seid frei. Ihr seid frei, ab in den Tod mit euch. So. Wovon haben wir 4? Light Grey. So. Weiß ich, ob ich schon gar nicht gezeigt habe. Hier die Spitzhacke. Hat mittlerweile ein Skill-Level von Clumsy Plus. Wie ich das gemacht habe, naja, einfach Vayne Miner in der Hölle bei Netherrack. So, boah, da muss ich mich noch dran gewöhnen. So, Petal Apothecary. Haben wir. Claim Reward. So, als nächstes müssen wir eine Pure Daisy herstellen. Aber hier Seeds? Weed? Auch nicht. Aber Seeds hat auf jeden Fall einen MC-Wert. Boah, da hat das aber gerade mal gut hinterhergegangen. Hier dürften aber irgendwo Seeds oder Weeds sein. Jawohl, hier. Weil Seeds werden wir jetzt gut verbrauchen können. Weil wer sich nicht mit Botania auskennt, Botania ist ein Pflanzenmod, kann man sagen. Nee, immer noch nicht, schade. Der auf Mana basiert, das über Blumen hergestellt wird. Hier mal so 3 Stacks mit. So, und diese Blumen werden über diese Blüten von diesen Mystical Flowers hergestellt. Komm, die Apothecary kann man hier hinstellen. Mal hier die unendliche Wasserquelle hin, wobei die eigentlich auch. Wobei, können wir die.
muss ich mal schauen, ob man das mit einer Infinite machen kann. So, wo? Ne, hier haben wir es. Magenta. Floral Fertilizer kann man da mal reinpacken und die Seeds packen wir dann hier mal rein. So, wir brauchen jetzt aber erstmal eine Pure Daisy. Die wird hergestellt, indem wir 4 Mystical White Petals nehmen, hier einmal so reinwerfen und mit dem Seed dann und wir haben Pure Daisy. Und ich will das ja 4 Stück machen. Gut. Also im Klartext, wir nehmen Floral Fertilizer. Kriegen hier, das ist wie Dünger auf die Blumen. Kriegen die Mystical Flowers raus. Und einfach hier so eine Flower nehmen und wir kriegen die Petals. Und die Petals werden echt verdammt wichtig. So. Mal schauen, vielleicht. Ja, gut, ich schätze mal, wir werden. Von der Mana-Produktion werden wir E-Streetiger überholen in seinem LP. Das ist auf jeden Fall gewiss. Aber auch nur, weil er nicht die Möglichkeit hat, die wir hier haben. Na? Braun. Ja, das kann man auch machen. Kannst du hier so eine Petal vergraben und dann sparkelt das so schön. Wie ich das immer nenne. Ja, die White Petals können wir eigentlich jetzt gerade behalten. Wo ist der Bucket? Nochmal 3 Seeds. Whoops, das wollte ich jetzt. Das wollte ich nicht. So, und noch einmal. Ah, sehr schön, das geht auch wieder. Und noch einmal und zack, da haben wir auch schon die 4 Pure Daisies. Claim Reward. Oh, was haben wir hier? Mystical Flower Seed, ja gut. So many flowers. Wir brauchen einmal die alle Blumen, die haben wir schon. Müssen wir nur noch hier den Flower, die Flower Porte machen. Da wir eh einmal zurückgehen, können wir mal schauen hier wegen der Singularity. Jawohl, die Singularity ist fertig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mensch. Wie sieht das hier aus? Oh, ein Pile of Neutrons. Oder Neutrons. Sehr schön. Es klappt langsam. Was ich mal kurz schauen möchte. Ich muss mal ganz kurz hier schauen. Import Bus. Okay. Import. Haben wir noch? Suppi. Die braucht dann auch eine Acceleration Card. Und Fluix Cable 2, 3 ist an und jawohl. Neutron. Kann man den noch wieder reinlegen? Nee. Gut. So, jetzt aber Wireless Crafting Terminal haben wir. Digital Crafting Override 2. Sehr schön, das funktioniert ja schon mal super. Ach, wahrscheinlich weil er keinen Strom hat, ne? Oder war ich jetzt zu schnell? Okay, danke schön. Wir hatten ja noch hier den Energy Cube. Da können wir das einmal kurz aufladen. Und wir hatten dann noch hier die Infinity Booster Card. Weißt du was? Da dauert mir gerade ein bisschen zu lange. Machen wir dann mal hier den Energy Cube. Ein bisschen dicker. So, Elite Energy Cube. Ach, der braucht jetzt noch hier die Energy Tablets. 2, 3, 4. So, wo?
Zack. Und der Ultimate. Sehr schön. Supi. Klatschen wir da mal hier ran. Können wir den jetzt schon... Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Jetzt sagt bloß das Crash ernsthaft mit dem Scheißteil immer. Dann krieg ich aber einen Schreikampf. Ist das noch nicht... Das ist noch nicht gelingt, ne? Das heißt im Klartext, wir bräuchten ein Security Terminal. Hier wollen wir da langsam echt die Eier lecken. Wir brauchen eine ME-Chest und dann einmal. Heute ist ein schöner Tag, ich mag die Welt. Heute ist ein schöner Tag, ich mag die Welt. Ein Security Terminal. So, was fehlt hier oben jetzt noch? Eine ME-Terminal. Oh Gott. Machen wir direkt so. Ey, jetzt kommen die Spack nicht rum, NEI. Ich hab grad keinen Bock. So. Ein Engineering-Prozessor brauchen wir. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Warte, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also brauchen wir 10 Logic. Ja, ihr merkt schon, das ist schon super, wie das jetzt anfängt mit dem ME-System. Jetzt. Boah, meine Fresse, ey. Heute habe ich das aber. Fängt schon super an mit Botania. Ich muss, glaube ich, jetzt gleich mal, wenn die Folge rum ist, muss ich mal kurz Pause machen und meinen Mund so ein bisschen befeuchten. Hab schon wieder einen ganz trockenen Mund. So. Ja, super. Werde ich auf jeden Fall mal automatisieren müssen. Ich glaube, an sich war das nicht allzu schwierig. Ja. Das ist eine. Da braucht man eigentlich nur so ein paar. Ich glaube, vier von denen war das von den Inscribern. Ja, vier. Ne, fünf waren es. Fünf. Ein für Silicon. Dann die drei für Gold, Dias und die Pure Certus Quartz Crystals. Mal kurz das Mikro ein bisschen näher gerückt. Und dann war das noch einmal für, sag mal schnell, ja, für Zusammenbauen. Für Silicon, in dem Fall jetzt hier Printed Logic. Und dann haben wir das. Ja. Bin mal gespannt, wie viele Piles of Neutrons ich dann morgen habe. Da werde ich auf jeden Fall noch mehr bauen. Also ich wollte mal schauen, dass ich so auf jeden Fall 50 oder vielleicht noch mehr wollte ich auf jeden Fall aufbauen. So, jetzt Security. Nimm die richtigen Kristalle. Security. Ja, das nervt ein bisschen. So, aber das haben wir jetzt. So, jetzt Security. Ich wollte schon gesagt haben. So, Security Terminal. Da klatschen wir da oben einmal ran. Das ist scheißegal, ob das gesehen wird. So, gelingt. Jetzt, nächster Versuch.
Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt einfach nicht euer Ernst. Die Folge ist ja jetzt eh schon rum. Wenn das jetzt, ich mache noch einmal den letzten Test. Kann ich einfach so installieren oder? Nö. Ne. Super. Ja, dann beende ich jetzt einfach mal hier die Folge. Ja. Ich bin ehrlich. Das Teil werde ich dann vernichten. Werde dann die. Sammel schnell. Die beiden 64K-Components und die Singularity werde ich mir wiederholen. Der Rest ist mal eigentlich Latte. Dann werden wir die 64K-Teile einfach benutzen für zwei Festplatten, bin ich ehrlich. Ja, und die Singularity, die können wir auch noch ziemlich gut gebrauchen. Gut. Ist es blöd, dass das so gelaufen ist, aber finde ich auch scheiße, dass das nicht funktioniert. Mit einem anderen Modpack, was ich momentan spiele, funktioniert das ohne Probleme. Aber vielleicht ist eine andere Version installiert. Na gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.